Servus Leute, am Donnerstag kam der Patch 0.13.1, Netcode und Audio-Patch, sage ich mal, und ein paar Bugfixes. Und ich habe den jetzt einen Stream lang gespielt und ja, will euch einfach mal meine Einschätzung in dem Video geben. Was ich davon halte, was gut ist, was schlecht ist und was vielleicht nicht in den, in den Patch-Notes steht. Viel Spaß! Das Technical Update 0.13.1 geht viel um den Netcode. Netcode bedeutet, ja, Desync, Lag, wie direkt sich das Schießen und die Fights anfühlen und solche Sachen. Und ja, auch zum Beispiel die Tickrate oder so, das ist da auch immer ein großer Begriff. Aber sie haben allgemein den Netcode überarbeitet. So wie ich das verstehe, haben sie von Grund auf, ja, neu geschrieben oder zumindest Teile davon, wie sie das eigentlich vorhatten. Und ich muss sagen, es ist gut geworden. Also die Fights fühlen sich direkter an, das Schießen fühlt sich direkter an. Ich habe so das Gefühl, man schießt irgendwo hin und es trifft auch auf jeden Fall. Davor war es so, ja, man schießt dahin und es ist auch mal nichts passiert und so, hat sich alles ein bisschen laggy angefühlt, auch wenn man ineinander reingerannt ist, dass das einfach, ja, sich nicht synchron angefühlt hat, also Desync da immer am Start war und das ist jetzt wesentlich weniger bis gar nicht da und fühlt sich echt gut an. Es ist, für mich ist es so, es ist jetzt wichtiger, wirklich gut zu treffen den Tarkov, man kann mit Aim was reißen und es geht nicht nur darum um Rechtspeak Prefire. Ich habe heute auch einige Leute über den Linkspeak geholt. Hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert, das ist jetzt schwer zu sagen nach einem Stream nur, da brauche ich mehr Erfahrungswerte. Und ja, das ist auf jeden Fall das Positive zu dem Patch. Es gibt ein paar Sachen, die sind nicht so schön. Grundlegend hat die Performance etwas gelitten, also an manchen Stellen hat man weniger FPS, an manchen Stellen gleich, besser ist es definitiv nicht geworden. Und der Sound wurde gefixt an vielen Stellen, ich habe aber ein paar kleine Soundbugs gehabt. Knarzen im Sound auf Interchange zum Beispiel und auf Interchange sollten auch diese Ruckler, die drin waren, gefixt worden sein. Im Großen und Ganzen sind die auch weg, aber nicht komplett. Also diese kleinen Ruckler gibt es dann immer noch hier und da. Ist aber nicht so wild. Ich gehe davon aus, dass BSG da noch irgendwie Patch nachschiebt und das mit der Performance auch angeht. Also irgendwas läuft da falsch. Ich habe vorhin gespielt auf Interchange, da kam Airdrop, hatte ich 90 Frames. Das ist bei meinem Setup extrem wenig. Das ist in etwa die Hälfte von dem, was ich normalerweise hatte, so in der Art. Und ja, irgendwas liegt da im Argen und ich hoffe, dass sie da noch einen Patch nachreichen. Aber der Netcode, der bereitet mir sehr viel Spaß und ich hatte heute echt gute Fights. Und ja, ich habe euch auch da eine kleine Szene rausgesucht, an der ich euch teilhaben lassen will. Einfach eine Factory-Runde. Das Event läuft auch noch, also die Kunden sind da, da geht es auf jeden Fall zur Sache auf Factory. Und ja, einfach ein paar schöne Fights und man sieht dann vielleicht auch, dass sich das alles ein bisschen direkter abspielt. Und ja, kann man glaube ich erkennen. Da wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Gameplay. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da, würde ich mich darüber freuen. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Late Spawn of Factory, willst du mich verarschen? Oh. Alles gut. Frankie, danke für die Tier 1. Netcode ist gut. Hit is hit. Lass mich jetzt in Ruhe, Mann. Alter, ich muss mich heilen. Hallo? Netcode ist gut. Doch, geht gut rein. Headshot ist Headshot. Ey, shit. Leute, Frankie, danke für den Tier 1, 9 Monate, willkommen zur Gnabo-Falle. Danke für den Beitrag zum Partner Plus Grind. Leute, danke für den fetten Hype-Train auf Level 3. Also, mir gefällt der Patch. Weiß nicht, wie es euch geht. Hat was. Tickrate ist ein kleiner Teil vom Netcode. Würde ich sagen. Tickrate ist halt immer so ein Wert, den viele im Kopf haben, weil sie halt wissen in etwa, was das bedeutet. Aber Netcode ist noch wesentlich mehr, insbesondere bei Tarkov.
Das sah ja jetzt besser an. Ey, ganz ehrlich, das hat sich gerade sehr direkt angefühlt. Wird im Casual-Spieler der Unterschied auffallen? Bisschen. Es ist halt sehr im Detail, ne? Was man da spürt. Also jetzt halt hier, ne, so Linkspeak, Fights gewinnen und so, das war vorher, glaube ich, mit dem Lag schwierig. Und jetzt ist es, weiß nicht, das sah besser aus. Kann auch sein, dass der Mega daneben geschossen hat, aber ich glaub's nicht. Ich weiß es nicht, Cleelife. Das ist, wie gesagt, ich spiele auch bloß erst. Bisschen. Aber ich habe zum Beispiel auch oben rechts, ne, dieses schlechte Verbindungssymbol war, glaube ich, heute noch kein einziges Mal da. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Das heißt schon viel. Es könnte sein, dass man jetzt mit einem niedrigen Ping den Vorteil hat. Nicht mehr mit High Ping. Was natürlich eine mega Nummer ist, ne? Passt. Schnell drei Goons gekillt, schnell zwei Spieler gekillt. Kurz den Netcode getestet. Was will man mehr, ne? Ach komm, wieder Black Screen. Jetzt hör aber auf. Ah, ne, geht okay. 19.700 XP in 3 Minuten 33. Passt.